Christian, in unserer vergangenen Sendung haben wir schon mit dir über das Liverpool-Interesse an Jamal Musiala gesprochen. England ist seine zweite Heimat. Was das angeht, wäre eine Rückkehr nach England also nicht ausgeschlossen. Vor allem jetzt, da ihn wohl auch noch ein zweiter englischer Topclub auf dem Zettel hat. Ist das true oder not true? Das ist true. Ja, Jamal Musiala, wir haben es letzte Woche exklusiv vermeldet, ist ein Wunschobjekt von Jürgen Klopp, der ihn unbedingt zum FC Liverpool holen will. Und damit hat er die Konkurrenz aufgeschreckt. Ja, Manchester City will nun die Bemühungen auch intensivieren, wie wir gehört haben. Also sie sind sehr, sehr interessiert. Pep Guardiola möchte gerne Musiala in seiner Mannschaft im Mittelfeld haben. Und die Hoffnung, da mit den Gesprächen bei Bayern momentan ja nichts passieren wird bis zum Sommer, hoffen natürlich alle, sie können Jamal Musiala zu ihrem Verein locken. Und damit Liverpool am Tisch, jetzt Manchester City am Tisch und auch Real Madrid ist sehr an Musiala interessiert. Der FC Bayern tut gut daran, alles zu intensivieren, um Musiala in München zu halten. Nicht vergessen, der ging für 200.000 Euro von Chelsea zum FC Bayern und ist jetzt 110 Millionen Euro wert. Also was so ein Spieler kosten würde, wenn man sich ihn holen würde, sollte man bedenken. Musiala bei Bayern, das wünschen sich die Fans. Dann sind 110 Millionen Euro auch nicht mehr so viel. Lieber Musiala auf dem Platz.